Und willkommen zurück zu Cave Story. Auf den Balkon. Balkon, erstmal eine rauchen, ne? Nee, Quatsch. Viel zu ungesund. Was ist das da eigentlich? Hier, sind Gegner. Ich will hier auf gar keinen Fall, gar keinen Fall irgendwie draufgehen. Dann muss ich nämlich die letzte Höhle wieder durchmachen. Darauf habe ich irgendwie keine Lust. Ja. Da muss ich gerade husten. Entschuldigung. Das hier, genau, das ist der Helikopter, mit dem Sue und die anderen kamen. Und hier sollte ich speichern können. Oh ja, hier kann ich speichern. Oh ja, wunderbar. Und einmal ausruhen. Und die Heilung. Oh ja, sehr schön. Einmal geheilt. Wunderbar. Was steht hier? Das kennen wir schon alles. Genau, da erfährt man, dass er den Booster entwickeln will. In Version 0.8 und Version 2.0. Was jetzt in dem Fall nicht wirklich wichtig ist. Aber wenn man jetzt den Booster 0.8 nur gehabt hätte, wie ich beim ersten Durchspielen, dann hätte man hier erfahren, dass es noch die Version 2 gibt. Und dass man wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht hat, weil man die Version 2 nicht bekommen hat. Genau. Wobei, was mache ich denn hier? Ich muss doch gar nicht mich mit den Gegnern hier befassen. Da oben gibt es doch eine relativ gute Möglichkeit, alle Waffen hochzuleveln, soweit ich mich erinnere. Könntest du bitte aus dem Weg gehen? Könntest du das bitte lassen? Fände ich super. Das fände ich echt gut. Habe ich dich. Ja gut, die Erfahrung kann ich mir jetzt auch schenken. Immerhin bin ich voll geheilt und muss nicht mehr da rein. Wobei, ich glaube, da oben kriege ich auch Heilung. Ich hoffe, dass das ja wieder da ist, hier. Ja, so wie letztes Mal, auch wenn es ein bisschen schwieriger zu erreichen sein wird mit dem Booster als mit dem Maschinengewehr. Aber nee, das geht wunderbar. So, dann mache ich mir hier einmal einen Eingang. Der Raketenwerfer ist voll. Der jetzt auch. Dann hätte ich gerne noch den... Genau, den Bubbler. Den da nicht, den da auch nicht. Das war's ja schon, ne? Das war's ja irgendwie schon an Waffen. Super. Das war ja... einfach irgendwie... Na denn. Wenn mich nicht alles täuscht... Das habe ich letztes Mal auch gelesen. Genau, das war alles, Leute. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich hier wieder zu diesem Haus kommen, genau. Um nochmal zu speichern, jetzt wo alle Waffen voll sind. Und ich voll geheilt bin. Werde ich einfach drüber fliegen. Okay, drüber fliegen. Klappt nicht. Drüber fliegen klappt nur mit Maschinengewehr. Gut zu wissen. Das ist eine blöde Idee. Was ich will, ist das hier. Das war nicht ganz gemaxt. Ja. Boah, das Viech hält so viel aus. Und ich bin so blöd. Okay, wie mache ich das am besten? Ich lade diese Waffe auf. Dann hau ich erstmal drauf, genau. Jetzt warte ich... Ja, da könnte ich drunter durch. Drunter durch oder drüber, nachdem er unten ist? Ich glaube, ich warte, bis er unten ist. Spring dann drüber einfach. Also, erstmal den Kleinen weghauen. Dann kommt der Große her. Genau, und dann einfach drüber. Wunderbar, so funktioniert das. Und da kann er mich auch nicht erreichen. Hehe, weil er dafür hochspringen müsste. Hehehe. So, und damit bin ich mit voller Lebensenergie und vollen Waffen bei Misery. Ich glaube, der Dialog sieht genauso aus wie der andere, wie der alte. Bloß muss ich mich diesmal, glaube ich, ziemlich gut anstellen, weil ich hier... Bist du nicht gerade nach links? Ich habe dich nach links fliegen sehen. Weil ich hier den Heiltrank nicht einsetzen soll. Sollte. Irgend sowas. Da habe ich schon...
Aber ich habe von einem Trick gelesen, wie man hier wohl doch einiges an Heilung wieder kriegen können soll. Und damit meine ich nicht die Gegner, die kleinen. Nicht die kleinen Fledermäuse. Ah! Blöde Misery. Die Erfahrung brauche ich nicht. Raketen brauche ich auch nicht. Ah! Wow. Wow, da ist sie ja schon. Komm her, du Kleine. Ah, hat sich gerade unverwundbar gemacht. Blöde Kuh. Nein, ein bisschen Heilung. So. Oh, oh, du bist doch gemein. Ach. Wieder unverwundbar. So. Nein! Ah, Gamepad. Wirklich. Ja, oh, voll reingerannt. Habt ihr ein bisschen Heilung für mich, Leute? Nee, haben sie nicht. Geht doch. Oh, ich habe so wenig Heilung, so wenig Leben übrig. Schaffe ich den Doktor? So. Ja, bestimmt. Ich meine, was kann schon schief gehen? Ich glaube, ich nehme vielleicht doch mal lieber den Nemesis. Ich finde ja den anderen irgendwie besser. Kann ich dich da oben eigentlich ansprechen? Nee, kann ich nicht. Kann ich dich da ansprechen? Der Doktor hat Angst vor uns. Genau. Genau. Ist das hier nicht Charco? Angeblich sollen da einige Herzen erscheinen, wenn man ganz oft mit Charco redet. Es kann aber natürlich sein, dass es erst passiert, nachdem man den Doktor besiegt hat. Dann mache ich das doch eben mal. Was passiert eigentlich mit der Aufladung, wenn ich jetzt so ins Gespräch reingehe? Oh, die behalte ich. Immerhin. Sehr schön. Der wunderschöne rote Kristall. Ja, 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 ja. Das kennen wir doch schon. Du laberst zu viel. Wow, das macht einen Schaden. Ah, das hat nicht ganz ausgereicht. Einmal aus dem Weg, bitte. Doktor, wo bist du? Da bist du. Ah, Mann, wie blöd bin ich denn? Wo ist er denn? Ich schieße einfach mal ins blind los. Oh, 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 ja, nicht das, nicht das. Oh, die reflektieren ja auch noch. Hab ich ihn getroffen gerade? Nee, ne? Ich habe noch genau einen Lebenspunkt, aber ich will den Trank nicht trinken. Was mache ich denn jetzt? Trinke ich ihn trotzdem? Mit einem Lebenspunkt? Ich trinke ihn einfach mal. Dann habe ich ihn halt nachher nicht mehr. Nemesis, komm her, Nemesis. Ich trinke ihn einfach mal. Und ich gehe davon aus, dass ich sowieso nicht auf Anhieb schaffe, was nach dem untoten Chor kommt. Und dann werde ich hier wieder ein bisschen fitter sein und das Ganze ohne Trank schaffen beim nächsten Mal. Das hier jetzt gerade sehe ich sozusagen als Übung an. Und wenn mich nicht alles täuscht, hält der nicht allzu viel aus in der zweiten Form. Den habe ich zumindest letztes Mal mit dem Raketenwerfer ziemlich schnell platt gekriegt. Komm schon, geh drauf. Das hat was von Street Fighter so ein bisschen, ne? Habe ich dich doch, sage ich doch. Vielleicht hätte ich das Ganze auch einfach mit dem ersten Doktor machen müssen, nur. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Aber der hier schießt halt nicht so krass um sich, deswegen ist es bei dem einfacher, näher ranzugehen. Naja, wird schon passen. So, jetzt aber bitte, Charco. Ich hab's getan, du fühlst dich wie eine Prinzessin zu. Kenn ich, sehr aus dem Amiga, ist aber in Wirklichkeit ein Mensch, nicht wahr? Aber sie ist nicht hier. Du bist so stark, fast wie der starke Held Arthur. Hihi. Genau, jetzt. Jetzt werden die alle so ein bisschen rot. Und haben ein Herz für Arthur. Nein, die verschwinden ja. Nein. Aber das ist schön. Das habe ich gerade vorhin erst gelesen. Und dann gedacht, das probiere ich mal aus. Lustige Idee. Man kann hier wieder runter, ne? Wahrscheinlich ja. So, 31 Leben. Ja.
Schauen wir mal, wie weit ich hier komme ohne Heiltrank. Also den unteren Chor sollte ich eigentlich schaffen. Die Frage ist nur, ob ich das, was danach kommt, ohne Heiltrank schaffe. Ja, ich würde ja gerne. Das Problem ist nur, ich weiß, das bringt nichts. Und vor allem, das geht auch nicht, weil du jetzt von dem roten Kristall eingenommen wirst. Hey, das habe ich vor dem Kampf schon auf 3 aufgefüllt. Warum kam denn nur ein 2er-Strahl raus? Komm schon, Chor. Werde, öffne dich, öffne dich. Sei nicht so verschlossen. Habe ich gerade ihm Schaden gemacht durchs Draufspringen? Ihr, meine ich, zu. Komm schon, Chor, öffne dich! Chor! Was soll das? Sue ist schon mal aus dem Weg, oder? Nee, immer noch nicht. Ach komm, ich hau jetzt den Chor so eine fette Dreierladung rein. Ja, tu ich. Wunderbar. Kümmere ich mich um mich hier unten. Wow, 11 Lebenspunkte nur noch. Hä? Achso. Ich dachte, das ist der Chor, der sich auflädt. Da ist er wieder. Dieses... Dachte ich, genau, das ist der Chor. Kann ich den von hinten treffen? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. What? What? Ich dachte, der Chor wäre einfacher, der Untote. Zumindest habe ich den einfacher in Erinnerung. Andererseits hätte ich dann natürlich das Maschinengewehr, ne? Ey! Ah, nein, nicht die, nicht die, nicht die. Ich hab nur noch einen Lebenspunkt. Ja, das war's. Das wäre so einfach mit dem Raketenwerfer. Nein! Keinen Schaden kriegen. Wegfliegen wollte ich. Sehr schön. Jetzt hätte ich gerne die andere Waffe. Weil diese Viecher eben manchmal Erfahrungen hergeben und die will ich hier nicht. Ich fürchte gerade, so wie das weitergeht, komme ich wieder mit rund 30 Lebenspunkten oben an. Mal schauen, ob ich hier nicht noch ein bisschen was rausholen kann. 34. Hä? Ach, das waren die Sterne. Mist. 34. So viel hatte ich eben auch. Genauso viel. Ach ja. Ich glaube, wenn das jetzt nicht klappt, dann mache ich erstmal eine Pause. Warum habe ich das gerade getroffen? Ich bin doch hochgeflogen. Ah! Fliegt der einfach über mich? Ach, die werden reflektiert. Mist. Da habe ich falsch gerechnet. Die blocken meine Schüsse. Ja, wieder der gleiche Fehler. Ich habe es vorhin schon mal erklärt. Ich weiß nicht, ob ich es rausschneiden werde oder nicht. Ich dachte immer, der Stein ist quasi der Doktor und gibt
gibt quasi an, welche Richtung sich der Doktor teleportiert. Und beziehungsweise der Stein fliegt hin und dann scheint der Doktor aus dem Stein heraus. Aber es ist tatsächlich genau andersrum. Der Doktor teleportiert sich relativ schnell und dann fliegt der Stein hinterher. Also der Doktor, der braucht schon ein bisschen Zeit, so ist es nicht. Wow! Ich habe wieder so unglaublich viel Leben übrig. Dann gehe ich diesmal mit weniger Leben hoch als letztes Mal. Schauen wir mal. Ob es diesmal klappt. Nein! Nein! Ich glaube, das wird diesmal nichts. Allen. Da fehlt mir das letzte wahrscheinlich. Ja, diesmal war ich zu langsam. Diesmal habe ich mein Gamepad nicht unter Kontrolle gehabt und deswegen konnte ich die Boosts nicht so exakt durchführen, wie ich es gerne hätte. Oder wie ich mir das wünsche. Ah, ja, das kennen wir alles überhaupt nicht. Ja, komm. Ich mache das ja nicht zum ersten Mal so oft, diesen Bosskampf. Ich finde echt, dieses Spiel sollte merken, zumindest wenn man in einer Session einen Dialog schon mal gehabt hat und dann dementsprechend nicht mehr abspielen, wenn man wieder hinkommt. Ja, voll rein, ey, voll rein. Klasse. Voll reingerannt. Komm schon zu... Lass dich doch mal außer Gefecht setzen. Wie viel Leben hast du? Ich hatte gerade 94, 48. Ich hatte gerade schon über 200 Leben oder so abgezogen. Du lebst immer noch. Wie viel hast du? Ich habe gerade mal 50. Und du bist ein Mimiga wie ich und kein... Nee, du bist ein Mimiga. Kein Roboter. Warum hast du mehr Leben als ich? Okay, klar, Plot-Device, hier Bosskampf und so, aber außerhalb davon hätte ich gerne auch eine Erklärung. Oh, ich glaube, ich habe da was erkannt, was ich vorher noch nicht wusste. Wenn man Feuerbälle nach unten wirft, bleiben die auf der Stelle. Ah, das war schon wieder so eine Bombe. Ich habe ihn nicht gesehen, ich depp. Ah, noch mehr orange Viecher, sehr gut. Ich bilde mir nämlich ein, dass ich mich im Mittel an denen mehr heilen kann, als ich Schaden nehme. Das könnte auch nur Einbildung sein. Zugegeben. Ah. So, okay. Ich hätte gerne noch was. Ach, von unten, das ist ja gemein. Das ist ja böse. Kümmere ich mich jetzt langsam mal um den Hauptgegner hier. Den da. Heilung! Und wie viel? Haben will. Oh, Misery ist auch weg. Sehr schön. Oh, damit habe ich jetzt vielleicht endlich mal ein bisschen Ruhe. 14 Lebenspunkte könnten knapp werden. Vor allem, wenn ich so einen Unsinn hier mache. Müsste jetzt nicht... Ah, die kleinen Viecher machen Schaden. Okay, die direkt umkreisen, machen Schaden. Kann ich ihn eigentlich von hinten treffen? Nee, ne? War ja klar. Jetzt müssten gleich die weißen Kugeln kommen. Sag ich doch. Habe ich dich! Yes! Endlich! Ohne Raketen! Ohne Heiltrank! Geht doch! Was war daran jetzt eigentlich so schwer? Ach so, ja. Alles.
Ich bin gerade so erleichtert, dass es endlich hinter mich gebracht hat. Ich hatte schon Angst, dass ich es überhaupt nicht schaffen kann oder überhaupt nicht schaffen werde. Der Dialog sah aus wie der alte. Sue? Ja, Sue ist dabei. Sehr gut. Ja, genau. Aber ich kann die jetzt, glaube ich, nicht mehr ansprechen. Was ist mit dem Amigas unten? Da bin ich mir gerade auch nicht sicher. Gibt es die hier noch? Nee, die sind auch ausgebrochen oder zumindest irgendwie befreit. Aber das habe ich, glaube ich, alles auch letztes Mal schon getan. Was ich letztes Mal machen wollte, war hochfliegen und gucken, ob ich mich hier nochmal heilen kann oder so. Oh, ich habe volles Leben, sehe ich gerade. Das ist sehr fair. Hep, und weg. Hehe. Und speichern. Sehr schön. Wunderbar. Damit ist diese Folge zu Ende. Und beim nächsten Mal... Ich kann hier aufgeben, was? Ich gebe mal auf, was passiert dann? Ach so. Okay, Moment. Wie? Hä? Aber wieso aufgeben? Wenn ich aufgebe, ist doch vorbei, oder? Ach so. Okay, verstehe. Die Tür ist zu, ich kann hier nicht mehr raus. Sondern ich muss die Flucht hier von vorne beginnen. Ich wüsste jetzt gerne, ob bei dem Ende gerade irgendwas anderes rauskommt als zuvor. Weil ich ja doch einige Sachen anders gemacht habe. Zum Beispiel habe ich letztes Mal keinen Schaden genommen auf dem Weg dorthin. Könntet ihr das bitte lassen? Ja, komm. Yay! Springen? Ich kann mich boosten. Und was passiert jetzt? Blabla. Ja, die fliegen weg. Okay, das sieht genauso aus wie beim letzten Mal. Gut, und damit ist jetzt diese Folge aber wirklich zu Ende. Und beim nächsten Mal hüpfe ich in dieses Loch. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, die Folge wird nicht allzu lang mit den ganzen Versuchen. Ich versuche möglichst viel rauszuschneiden. Hier, da kann ich mich leider nicht heilen. Ja, also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.